Wenn du irgendwas machst und bastelst und es klappt nicht gleich, bist du dann geduldig oder wirst du dann ungeduldig? On my own, but I'm never alone. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Dabakash und ich heiße dich herzlich willkommen zu Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Achtung, als kurzer Hinweis vorweg, dieses Spiel ist erst ab 12 Jahre und kann an manchen Stellen etwas gruselig werden. So, ich bin jetzt hier mal zu der Statue gegangen und guck mich hier mal nochmal um. Ich guck mal auf meine Karte. Ich habe nämlich hier anscheinend noch was zu tun und auch bei der Hütte noch. Und deswegen gucke ich mal, wo ich hier jetzt was machen kann. Okay, ja, das hatte ich letztes Mal schon gelesen, dass das tief in den Wald. First left, then right, twice left, right again, and I should be there. Ah, das ist das Versteck des Predigers. Erst links, dann rechts, zweimal nach links, glaube ich. Ich habe das aber irgendwo aufgeschrieben. Warte mal. Da, nach links, rechts, links, links, rechts. Jetzt wieder nach rechts also. Ah, da kann ich jetzt zum See gehen. Guck mal. Mal gucken, was liegt hier denn noch? Liegt hier irgendwas? Das sind die Bäume. Nee, na dann gucke ich mir das mal genauer an. Ich könnte die Schlösser knacken. Werkzeug natürlich vorausgesetzt. Das heißt, da komme ich jetzt so nicht rein. Da brauche ich erst das passende Werkzeug. Aha, 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 aha. Ich muss mal wieder auf meine Karte schauen. Ah, hier bin ich jetzt. Schau mal. Gut, ich gehe mal zurück. Das ist ja spannend. Ach, guck mal, und jetzt komme ich dann da direkt an. Das ist ja gut. Aber was ist denn hier noch? Ich sehe jetzt hier gar nichts irgendwie. Kann ich da noch irgendwas machen? Laub weghaken vielleicht, um zu irgendwas zu suchen? Nein. Ich gebe mir mal einen Tipp. Da oben. Ach, da. Guck mal, was ist das denn? Ach, das ist doch, da sind Dietriche. Ah, dann kann ich jetzt auch da rein. Sehr gut, dann schaue ich mir das Versteck doch mal an. Etwas näher ran muss ich da und jetzt. Gut, erstmal eine Anleitung. Wie soll das Ganze denn funktionieren? Finde die passenden Dietriche für die Schlösser. Hebe den Kipper an, während sich der Dietrich bewegt. Na, das wird jetzt ein Spaß. Guck mal, ich probiere das mal. Das passt nicht. Passt das hier? Das passt nicht. Ah, der passt. Hebe die... Das Schloss ist nun ja verschlossen. Wie kann ich denn das aber... Hebe die Dietriche an? Wie mache ich denn? Ach so. Ah, ich verstehe. Ah, okay. Ah, Nummer 1 ist offen. Dann wird auch das zweite aufgehen. Oh, das sind schon 4 jetzt. Na dann mal los. Oh, oh, zu spät. Na gut, das muss ich nochmal machen. Ah, das ist gar nicht so einfach. Okay, einmal. Nein, mach doch hochheben. Nochmal. Hoch, hoch, hoch und hoch. Oh, der passte nicht ganz. Hast du gesehen? Okay, hoch, 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 hoch. Und nochmal. Sehr schön. Das zweite Schloss ist geöffnet. Und das dritte darf auch noch. Okay, dann hoffe ich mal, dass das jetzt auch genauso gut aufgeht. Ich bin ja eigentlich eher so ungeschickt, muss ich ja leider zugeben. Ich kann sowas eigentlich überhaupt nicht. Also im echten Leben könnte ich nicht Einbrecher werden. Weil ich das einfach nicht kann. Ha, warum? Guck mal, der macht da... Ah, jetzt. Ah, ah. Okay, alles klar. Das muss ich
anders machen. Also ich kann, ja, wie gesagt, ich bin, und ich bin dann auch immer zu ungeduldig tatsächlich. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann werde ich immer gleich ganz schlechtlaunig und wütend. Das ist, ja, kann ich einfach nicht gut, sowas. Wie ist das denn bei dir? Ich glaube, das wird jetzt meine Frage der Folge. Wenn du irgendwas machst und bastelst und es klappt nicht gleich, bist du dann geduldig oder wirst du dann ungeduldig? Ich werde dann leider immer ungeduldig. So, ein Wimmelbild. Guck mal, da steht Andi. Andi, muss ich auch suchen. Hi Andi, ich habe dich gefunden. Eine Boje. Ist das hier nicht eine Boje? Nee, das ist eine Boje. Ein Radio. Ja, mal gucken. Sehe ich jetzt noch nicht. Ein Windrad. Das könnte auch eine Windmühle sein vielleicht. Ah, hier oben. Guck mal, von so einem Ventilator ist es. Ein Seestern brauche ich nicht. Na, ein Eimer, der ist hier. Doch, den Seestern brauche ich auch. Guck mal. Eine Muschel, die ist da oben. Whisky sehe ich jetzt nicht. Eine Whiskyflasche wird das vermutlich sein. Ach, da hinten ist sie. Guck mal. Eine Laterne. Die steht hier oben auf der Fensterbank. Dann brauche ich noch einen Schnorchel. Ja, kann ich jetzt gerade nicht entdecken. Mal gucken, was brauche ich denn noch? Eine Thermosflasche, ein Universalschlüssel. Eine Thermosflasche. Ha, das ist eine normale Flasche. Warte mal. Ach, da ist das Radio. Da ist auch die Thermoskanne. Schnorchel, Schnorchel, Schnorchel. Da hinten, versteckt. Jetzt fehlt noch der Universalschlüssel. Ich habe keine Ahnung, was, wie genau der auszusehen hat, muss ich leider gestehen. Dartpfeil sehe ich. Oder eine Gießkanne. Oder meint die das? Ja, okay. Ich habe etwas Nützliches gefunden, einen Eimer. Ich weiß aber noch nicht genau, wofür ich den Eimer brauchen werde. Ha, so ein schwachbrüstiges Vorhängeschloss ist im Nu durchgesägt. Ich habe aber leider keine Säge. Dem Diagramm nach zu urteilen, wird hier hinein Harz geschmolzen. Da weiß ich noch nicht so genau, wofür. Harz habe ich auch noch nicht. Deswegen lasse ich das mal. Oh, da weiß ich die Kombination natürlich nicht. Auf Hamiltons... Ah, Foto ist das Kästchen offen. Stimmt, da haben wir so ein Bild gehabt. Warte mal. Oder ist es hier in den Beweisen? Da könnte das sein. Warte mal. Das ist das gewesen. Welches Bild war denn das? Ach, das ist ja bestimmt das hier. Also 60913. 60913. 6. Nee, runter. Ein hoch. 0. 913, ne, war das. Ach, Manno. Ja, komm, ist egal. 9. Nee, jetzt komm, mach das doch mal andersrum. So, 1 und 3. Ha, oh, da ist das zweite Teil. Und was ist das denn? Guck mal, das sieht aus wie ein Schädel. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir dazu auch irgendwas notiert, glaube ich. Was hat er vor, derselbe Mann? Ich wette, das ist der Mann, der Fremde 3. Ich habe mit dem Fremden in der Hütte gesprochen. Meine Hoffnung, etwas über ihn zu erfahren, wurde jedoch enttäuscht. Ich werde dir helfen, aber keine Fragen. An ihm ist nicht mehr dran, als man mit dem bloßen... An ihm ist mehr dran, als man mit dem bloßen Auge sieht. Er sieht nicht... Hä? Er weiß nicht nur von Kate. Er scheint außerdem mit dem Ort und seiner arkanen Geschichte vertraut zu sein. Er gibt mir eine Kerze, die mir in der Kirche neue Türen öffnen soll. Woher weiß er das? Ich wette, das ist der Mann von der Tankstelle. Ja, das wette ich auch. Okay. Ich mache das mal aus. Jetzt kann ich ja unten in der Kirche einmal zurück und zurück und zurück und dann in die Kirche. Da das einsetzen in die Tür. Also einmal runter hier zu der Tür und hier gehört das hin. Guck mal. Okay. Oh, es geht auf. Es geht auf. Zur geheimen Kammer.
Okay, hier ist ein Bild. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Altar oder so. Na, ich gucke mir das Bild mal genauer an. Asmodai. Oh, da ist eine Frau, die ist ein Gemälde eines Ritualmordes. Ragt da etwas aus dem Gemälde heraus? Hinter der Leinwand gibt es einen Hohlraum. Aber kann ich da irgendwie... Nein, das funktioniert nicht. Aber kann ich hier schon irgendwas machen? Ja, anscheinend nicht. Sonst, okay. Ich guck mal in mein... auf meine Karte. Doch, in der geheimen Kammer. Da kann, muss noch irgendwas sein. Da sind noch Kästen. Diese Kiste sieht nicht sehr stabil aus. Oh, was ist das? Ein Tannenharz. Das ist Harz, okay. Die sehen nicht sehr stabil aus, aber die kriege ich ja nicht kaputt. Ich habe nichts zum Kaputtmachen, glaube ich. Kerzen, da kann ich leider auch nichts mit anfangen. Okay, dann gehe ich mal zurück. Ich guck mal, wo ich sonst noch was zu tun hätte. In den Ruinen und am Tor zur Farm. Ach ja, stimmt. Ich könnte jetzt natürlich gucken, dass ich dahin wieder zurückgehe. Um dem Hund... Ich habe doch noch da mein Würstchen. Ich habe da so ein Würstchen bekommen. Das könnte ich dem Hund eigentlich mal geben. Einmal rauf. So, dann musste ich ja hier hinten. War das lang, oder? War das hier hinten lang? Ich glaube schon. Die Landstraße entlang. Da, zur Farm. Gute Idee. Vielleicht nicht direkt am Eingang. Ah. So, dann mal los, du Hund. Jetzt kann ich nämlich auf die Farm. Und hier gibt es ein Wimmelbild, wie ich sehe. Da ist auch ein Auto. Ich gucke erst mal das Wimmelbild an. Ja, ein Wohnwagen ist das, aber der hat eine gute Küche, der Wohnwagen. Okay, was brauche ich denn? Oh Gott, hier ist es ja vollkommen Kraut und Rüben. Eine Palme, ist das hier hinten? Nee, ist keine. Okay, ich hätte gedacht. Also, was brauche ich noch? Eine Rose, die ist hier. Ein Lineal. Oh, das ist wahrscheinlich wieder sehr gut irgendwo am Rande versteckt, denke ich. Ein Tennisschläger. Nee, das ist kein Tennisschläger. Ach, da hinten, guck mal. Ein Stück Leder, das hier, ne, ist ein Fensterleder oder so. Ein Nudelholz, sehe ich jetzt auf Anhieb auch nicht. Brauche ich den Fleischwolf? Eine Palme, ein Lineal, ein Pferdchen, ein Regenschirm ist hier. Okay, da oben ist das Pferdchen, ich habe es. Das Nummernschild ist da hinten. Ein Nudelholz, Ich gucke da natürlich hier jetzt auf den Tisch, wo die ganzen Kochsachen sind. Das sieht doch alles noch ganz frisch und lecker aus eigentlich. Nee, das brauche ich alles nicht. Da ist die Palme auf dem Kalender. Okay, die Palme hätte ich auch gefunden dann. Jetzt eine Schere oder... Die Schere muss irgendwo noch versteckt sein. Ach, die ist bestimmt hier oben in dem Schrank. Guck mal. So, Schere habe ich. Kann ich wieder zumachen. Toaster ist da hinten. So, ein Lineal, ein Nudelholz und ein Tuch. Ein Tuch ist das hier doch, oder? Nee. Das sind Strumpfhosen. Das ist ein Kleid. Was ist denn ein Tuch? Ist das hier ein Tuch? Nee, auch nicht. Oder das hier. Ja, okay, alles klar. Tuch ist ja auch, das kann ja alles Mögliche sein, ne? Da muss man dann echt immer so ein bisschen raten. Aber ja, gut, ist ja nicht so schlimm. Ist ja kein Drama. So, wo ist denn jetzt noch ein Nudelholz und ein Lineal? Ha, ich sehe da ein M und ein Wasserkocher. Und das da könnten Maiskolben sein vielleicht, ne? Eine Reibe... Nee, ich habe gedacht, das hier wäre vielleicht ein Lineal, aber nee. Ach, da ist das Lineal, guck mal. So, jetzt fehlt nur noch das Nudelholz. Nudelholz, wo bist du? Nudelholz, wo bist du? Liegt das hier vielleicht irgendwo? Das Nudelholz. Ich sehe es im Moment wirklich nicht. Hier oben vielleicht? Nee, aber guck mal, Kopfhörer und ein Schloss.
Nee, leider momentan sehe ich kein Nudelholz. Ach, da, guck mal, da, gut versteckt an der Schranktür. Du hast etwas Nützliches gefunden, ein Stück Leder. Oh, was ist hier denn? An diesem Wagenheber fehlt der Griff. Kann ich da den Rechengriff nehmen? Nee, da gehört etwas anderes hin. Das Rad hängt nur noch an einer rostigen Radmutter. Okay, ich habe aber auch keinen Schraubendreher. Und was sollte ich auch mit dem Rad? Also, das weiß ich noch nicht so genau. Ich gehe jetzt erstmal in die Garage hinein. Keine Autoschlüssel. Oh, muss ich etwa tatsächlich zum Autodieb werden? Ich kann gar kein Auto knacken. Oh nein. Gut, was ist hier noch so? Nichts weiter, nur das Auto. Ah, da hinten. Ah ja, da fehlt. Ohne einen Reifen rührt sich das Auto nicht. Das heißt, ich muss den Reifen ummontieren sozusagen, ne? Von der Schrottkarre hier auf das andere Auto. Dann gucke ich mal noch in die Scheune. Oh, was ist das denn hier? Oh, guck mal, Muttern oder was sind das? Zwecklos, die Kette ist kaputt. Aber ich kann das so auseinandernehmen. Okay, da kann ich bestimmt eine neue Kette reinsetzen, wenn ich eine finde. Mit angezogener Handbremse bleibt der Traktor, wo er ist. Könnte ich nicht den Imbusschlüssel mitnehmen vielleicht? Ich weiß noch nicht so genau, was ich damit soll. Deswegen, mal gucken, was soll ich denn mit dem Traktor? Keine Ahnung. Da kann ich bestimmt auch noch was mitmachen. Aber ich würde sagen, ich werde hier weiter tüfteln dann in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Enigmatis wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag ciao, ciao, deine Damakasch.